Wo bin ich denn hier? Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin nach Hagen gefahren. Ich wollte ursprünglich meine Tour zur Düssel machen, war mir aber zu weit weg bei dem Wetter. Ist mir zu vage. Ich denke, suchst du was in der Nähe. Laut Komoot 25 Kilometer vom Startpunkt entfernt. Ja, es waren jetzt 50. Durch die Savanne und Berge von Hagen und... Naja, ich werde mir jetzt hier mal das Wäldchen angucken. Ich möchte gerne die Talsperre ankratzen. Bitte, ich möchte trocken bleiben. Und wie ihr seht, ich bin mit meinem Auto hier. Ich habe ihn am gleichen Tag der Inspektion zurückgekriegt. Zwei Kleinigkeiten, eine so eine kleine Dichtung. Und ja, wie hieß es so schön? Es ist vorbildlich, dass sie zwei Verbandskästen haben. Der jüngste ist aber von 2018. Ja, mei. Ja, habe ich jetzt den dritten im Auto. Und jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich die Einzige bin auf diesem Planeten, die ihren Verbandskasten nicht checkt. Also bitte. So, ich starte da mal. Ich gucke mal, ob Komoot mich hier irgendwo auf eine Route führen kann. Harre der Dinge, die da kommen. Und suche mir gleich erstmal einen Baum. Ich muss schon wieder aufs Klo. Das war schon wieder zu aufregend. So, wo bin ich hier? Schön! Jo. Nehmen wir den. Wenn ich jetzt hier rumgehe, wo ist die Talsperre? Hallo. Jo. Ein Bach ist schon mal dabei. Also es scheint schon mal ganz nett ausgeschildert zu sein. Nächster Parkplatz Wildplessen 600 Meter. Ja, ich laufe einfach mal. Ich suche jetzt erstmal einen Baum. Immer noch. Süß, Babywald mit Ostereiern. Die haben schon Ostern, obwohl... Ist ja auch nicht mehr lange, ne? Tolle Aussicht. Vor allem wird hier überall aufgeforstet. Das ist richtig schön zu sehen, die kleinen Bäumchen. Dahinter mit dem Tal und den Bergen ist schon irre. Und Leute, ich bin in Hagen. Hey. Das ist dann der Kaiser-Friedrich-Turm. Da kann man sich eine Wanderurkunde schicken lassen. Schön. Das heißt hier Drei-Türme-Weg. Den kann man auch bei Komoot finden. Habe ich was gesehen. Ich bin ja wieder völlig unbedarft hier rein und habe einfach nur irgendwas rausgesucht. Komoot sagt auch, ich bin am Ziel angekommen. Bis zum nächsten Mal. Ich fange noch jetzt erst an. Leute, scheiße, ich bin im Sumpf stecken geblieben und die Tour, die kann ich so nicht hochladen. Ich habe mich jetzt das vierte Mal verfranst, weil ich den Wanderweg-Einstieg nicht gefunden habe. Also Wahnsinn, ich meine, solche Touren machen Spaß, aber ja, sollte man vielleicht nicht gerade meinen Track nachlaufen. So, jetzt bin ich wieder richtig. Ich war nämlich vorhin da oben auf dem Weg. Ja. Und das hier ist mein Wanderweg. Hoffe ich. Guten Morgen, ihr Lieben. Kann man
mal euch sehen durch die Kamera. Hallo. Ach, da oben sitzt noch einer. Na? Fein, das ist jetzt der große Kettelbach. Jawohl. Für uns geht es jetzt links weiter. Also ich finde es bis jetzt hier wirklich herrlich, richtig schön zum Wandern. Im Sommer bestimmt auch ganz toll mit dem Bach da unten. Aber es ist ein Profil. Halleluja! Das ist das beste Training für den Mammutmarsch NRW, Leute. Also hier 5 Runden durch den Wald, dann seid ihr fit für die Höhenmeter in Wuppertal. Ich schwitze auch, vorhin gefroren. Jetzt ist mein Flanellhemdchen aber gleich durch. Meine Schuhe sowieso. Ja. Ich fühle mich gerade wie in so einem Endzeitfilm. So die letzten Überlebenden suchen Schutz. Ganz irre hier. Traurig. Wow, unglatt. Ah, Alto Belli. Ey, nee. Ich brauche hier für 1 Kilometer das Dreifache an Zeit. Weil hier so Etappen sind, da bleibst du fast mit deinem Schuh stecken. Das macht mich schon mal so langsam aggressiv hier. Zumal hier diese Fahrrillen von den Fahrzeugen sind. Mein Gut, die kümmern sich um den Wald und Forsten hier auf und machen und tun, aber mit der Mocke, das ist echt grenzwertig. Ja, ich bin noch nicht wirklich weit vorangekommen. Meine Schuhe. Oh Gott. Ja. Hübsch. Ja. Schon wieder. Oh, nee. Ja. Ach. Und sieh mal da. Mitten im Wald findet man einen Flugplatz. Ich darf aber leider nicht den schönen Weg hier weitergehen. Der möchte mich dadurch jagen. Ist doch nicht mehr schön. Ihr Standort im Notfall brauchen wir hoffentlich nicht, ne? Aber da bei der Buckelpiste, da hätte man sich ganz fix hinlegen können. Jetzt rechts halten. Aha. Da bin ich froh, dass ich wieder normal laufen darf, ey. Ja, die Sonne kommt jetzt noch zur Entschädigung, richtig schön. Und der Weg, jawohl, passt. Wie krass. Ich glaube, da ist die Talsperre. Und es sind Menschen da. Wuhuhu. Sind jetzt die ersten Menschen, die mir hier entgegenkommen.
Meine Güte, also der Weg war mehr Sliding und Matsching wie Laufen, aber das gibt knackige Waden. Diesmal mehr die Waden wieder, Böppes. Oh, zurück ist es nicht die gleiche Strecke. Ich hoffe, da ist ein bisschen mehr befestigter Weg. Also im Sommer, wenn das nicht so mockig ist, mega, feiere ich solche Trails, aber ja. Ja, jetzt muss ich erstmal rüberkommen. Ja. Let's fetz. Das ist doch kacke. Ach nö. Ach Kinders. Ja, ist gut, ey. Das macht mich aggressiv. So, gucken wir erstmal. Boah, das sieht ja schon fantastisch aus hier. Kilometer 7,8. Ich habe die Haspertalsperre erreicht. 8 Kilometer to go. Oder mehr. Wo auch immer ich geparkt habe da. Schönes Fleckchen hier. Schön ruhig, bis auf dass mein Magen knurrt. Ich habe noch eine Birne mit. Ich werde mir nachher irgendwo ein schönes Plätzchen suchen und eine kleine Siesta machen. Aber nicht vor der Halbzeit. Das ist die Regel. Das geht nicht. Also die Aussicht ist ja mal fantastisch. Richtig schön. Allein dafür hat es sich schon gelohnt. Schön sind auch immer die Sitzgelegenheiten hier. Schön gemacht. Und Mülleimer sogar da. Ja, ist auch nicht normal. So, das war jetzt der letzte Blick auf die Talsperre. Für mich geht es jetzt gleich wieder rechts in den Wald rein. Ich bin gespannt. Oh, guck dir mal an, wie viel hier doch kaputt ist auch, ne? Wahnsinn.
durfte jetzt 1,7 Kilometer auf der Landstraße laufen, aber hier ist jetzt nicht so viel Verkehr, störte ihn nicht. Man hat eine schöne Aussicht. Aber windig. Wow, das ist der Wahnsinn, was hier abgeholzt wird. Meine Güte. Deprimierend. Boah, da kommen die nächsten Stapel. Also wow. Da kriegt man schon leichte Gänsehaut, wenn man das so sieht. Oha. Ja, Trail Deluxe, würde ich sagen. Ja. Natürlich soll ich hier durch. Oh. Also das da ist angeblich mein Weg. Den will ich aber nicht. Obwohl, das ist genauso kacke. 75 years later. Okay, okay. Das ist hier gar nicht mal so easy. Oh Gott. Oh. Juhu. Jo. Mensch. Also meine Schuhe machen heute alles mit. Vom Schwimmen über Schlammbad zur Kiefernadelmassage. Gefällt mir trotzdem. Wie witzig. Jetzt komme ich da von diesem Trampelpfad raus und bin fast am Parkplatz. Das waren jetzt 15,6 Kilometer. Schöne Tour, gefällt mir. Wenn es nicht ganz so muckig ist, ist es bestimmt noch schöner, aber kann ich empfehlen. Die Ecke, echt nett. Ja, ich freue mich jetzt erstmal auf was zu trinken und mein Birnchen. Ach, Kekse habe ich auch dabei. So. Hat sich gelohnt. Der Keks ist verdient. Ja, jetzt komme ich genau in den Berufsverkehr nach Hause, da 50 Kilometer noch nach Hause fahren, statt 25. Egal, ich habe ja Urlaub und den Tag habe ich, denke ich, mal gut genutzt. So, ihr Lieben. Ja, dann wünsche ich euch was. Wie immer, geht raus, egal bei welchem Wetter, egal wie hoch der Schlamm auf dem Boden ist. Super, ich mache jetzt mein ganzes Auto schmutzig. Wurscht, wir waren draußen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao.